Und da bin ich wieder in der Folge Nummer 3 und ich habe beschlossen, ich mache jetzt ein wenig eine XXL-Folge, in der ich zumindest mal jetzt den kompletten ersten Tag durchspüle. Also hier, so kann das nicht weitergehen. Okay, hier habe ich bereits gemacht, erledigt, offline kurz, das und ja. Aber ansonsten, Hut ab, Sturm Graz geht schon wenigstens ein bisschen besser. 30 Minuten habe ich bereits ungefähr gezockt, ja. Unsere Mannschaft ist nicht fit. Da tue ich immer ganz zu Beginn gleich den Fitness-Experten für die nächsten 4 Wochen. Passt. Dann wäre das einmal erledigt. Ist nicht fit. Dann ist das einmal alles erledigt. 4-10 Verträge. Dann müssen wir sowieso mal gucken, wirklich, wer wie gut spielt. Und dann wird das auch erledigt. Verein, ja, das kann ich eh jetzt nicht ändern. Kann ich jetzt leider eh dabei auch noch nichts machen. Einen Kredit will ich nicht aufnehmen. Fanartikel entwickeln. Aufnehmen, das Auswärtstrikot. Und das können wir ganz einfach entwickeln. Wir haben bislang wirklich alles mögliche verkauft. Dann wäre auch das hier fertig und das. Dann wäre ich, glaube ich, soweit ich wüsste, mit den Verträgen fertig. Dann schaue ich ganz einfach hier noch bei SK Sturm Graz. Transfers. Aktion Spielergespräche. Herzlich willkommen her. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Ich mache hier ganz einfach hier auf Stärke sortiert. Nein, du kommst nicht in die Reserve. Aktion Spielergespräche, weil man kann ja auch hier nur eine gewisse Anzahl an Spielergesprächen machen. Dem habe ich bereits gesprochen. Das dritte Spielergespräch, glaube ich, was ich mache. Hier geht das scheinbar nicht. Focher. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du gibst dir alles. Ich hoffe, du gibst dir 110%. Wie viele Spielergespräche kann man denn hier scheinbar machen? Geht hier scheinbar noch eins oder was das jetzt? Weil Shift geht. Okay. Und Stangel. Geht jetzt nichts mehr. Passt, dann würde ich ganz einfach. Okay, ganz Jantep. Der Schloffer ist an dem Typen hier interessiert. Passt. Dann starten wir ganz einfach mal in den Wochenablauf. Ich habe das gleich beendet. Direkt Schloffer. Ja, Vertrag unterzeichnen. Ich will keine Leihgebühr haben. Schloffer, passt. Wir werden Meister werden, Pokalsieger. Wir werden nicht absteigen. Wir werden das Saisonziel erreichen. Nächstes Jahr spielen wir international. Ist das Saisonziel. Ich werde dem Verein treu bleiben. Da will ich nichts machen. Okay. Pöllau gegen Sturm Graz natürlich. FC Pöllau, dort können sie ihn wechseln, meine Jugendspieler. Ich habe aber jetzt hier die komplette Verträge gemacht. Dann mache ich ganz einfach hier Gold spielen gehen. David Schloffer wird ausgeliehen. Der dürfte jetzt bereits bei Wiener Neustadt sein. Und da gehen wir ganz einfach mal in die erste Partie hinein. 3D-Match natürlich, weil es so wichtig ist. Ne, Sofortberechnung. Go. Bodul 1-0. Sabic 2-0. Dako Bodul 3-0. Nur 3-0? Da will ich einfach, das ist wirklich nur mal zum Einschießen. Das mache ich meistens immer so. Klemm. Säumel. Kröpfel kann von mir aus auf seiner Lieblingsposition spielen. Und so Kutuba, so haben beide eine 1. Dann kommt der raus. Ich glaube, ich habe jetzt keine Spielergespräche gemacht. Ja, bestimmt. Hauptzeitansprache auch nicht. Aber ich glaube, das ist bei der ersten Match noch nicht so wichtig. Ich habe jetzt alle ausgewechselt, aber 3-0? Da geht doch noch mehr. Gemma. 3-0 nur? Aber ich habe gesehen, wir waren ziemlich dominierend. Ja. Bodul mit einer 1, Sabitz mit einer 2,0, Buk war mit einer 1,0, sehe ich hier gerade noch.
Hier außen hat sich Kröpfel, also Kröpfelbuckler wird, glaube ich, ein hartes Duell. Hier vorne 2-0 Kratze, Klemm auch eine 2-0. Madl 2-5. Säumelkampf für Weber 2-0, 2-5. Na, super. Aber Hölzl 650.000 €. Okay, wir haben gesagt, Fitness wollen wir Wert drauf legen. Teamwork will ich Wert drauf legen. Und Taktik hätte ich auch ganz gerne noch. Passt. Fans können gerne zum Training kommen, wenn sie wollen. Dagegen habe ich persönlich nichts. Aber ich glaube nicht, dass wir... Oh! Die unterzeichnen ganz einfach den Vertrag. 500.000 € sind wertvolles Geld. Ablöse für Andreas Hölzl. 500.000 € sind wertvolles Geld, sage ich jetzt ganz einfach. Und ich will jetzt nicht, dass dieser Vertrag auch noch scheitert. Ja, gut. Sieht ganz okay aus hier unsere Mannschaft. Hölzl wird wahrscheinlich wechseln, passt, weil Kröpfel haben wir eh sowieso hier auch noch. Ja, wir haben ein paar Sponsorenangebote. Okay, eins nur. Mehr erhöhen, Laufzeit senken. Okay, wir unterschreiben trotzdem. Sponsorenpyramide. Können wir ganz einfach mal gleich in die nächste Runde hineingehen, also in die nächste Partie. Dort werde ich jetzt gleich mal wirklich wenig etwas testen gegen Akisha Bäh. Und ich glaube, ich kenne diesen Verein zwar nicht, aber er hört sich gefährlich an. Akisha Bäh, Akisha Bäh. Ja. Was haben wir? Top-Spieler verlässt den Verein. Hölzl. Wetten, jetzt ist irgendjemand irrsinnig enttäuscht. Wetten. Ich wette mit euch, dass Kratze komplett enttäuscht ist von dem Vertrag. Oder Feldhofer. X. Kratze oder Feldhofer? Einer von den beiden. Oh Gott, hier, aber ich hab Ust. Ist das dem Wisst ihr, was ich euch gerade gedacht habe? Ich habe mal gedacht, der ist doch gerade verletzt, wie kann sich der noch einmal verletzen? Und ich habe glaubt, ganz Jan Tepp ist die Verletzung. Und man dachte, what's that? Gut. Würde ich ganz gerne diesmal mit Kröpfel vom Beginn an spielen und Säumel auch vom Beginn an. Würde ich ganz gerne ausprobieren und Sukutu Basu diesmal für Bodul kommen. Dann gehen wir nochmal golfen. Ja, wir haben den Fitnesstrainer. Zumindest kann sich auch der Assistent ums Training kümmern. Und dann gehen wir in die nächste Partie hinein. Akisha B. Der Gegner hört sich gefährlich an. Aber Säumel gleich mal mit dem 1-0. Und da schießen wir ihn ja richtig weg. Besser als damals. Dudic zwar noch mit dem Eigentor. Und dann kriegt Dudic die Gelbrote. Ich habe gesagt, ich soll nicht so viel Einsatz machen. Machen wir hier auch oben ein wenig mit 50% weiter. Die Taktik wird vor der Saison, wird vor dem nächsten Match gegen Win, ja, da auch immer spielen, ist sowieso noch eingestellt. Dann soll der Co-Trainer heute Einwechslungen machen. So haben wir uns vorgestellt. 4-1. Bin ich zufrieden? Auch wenn jetzt Akisha B dominiert. Auch wenn jetzt Akisha B einiges hier mehr aufzeigt. Aber kleben dann noch mit dem 5-1. Ja. Aber gut. Wer hat wieder mal eine gute Leistung? Sukutu Basim nur mit einer 3-0. Ludic mit einer 5-0. Ja, kann man jetzt nicht ändern. Klemm hat dann überrascht mit einer 1-0 und einem Tor. Klemm, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Kann für keins natürlich bei der nächsten Partie drinnen sein wieder. Wie sieht's aus? Kröpfel 4-0 ist der Bodul gekommen. Ja, aber der hat auch noch eine 3-0. Bodul ist da gekommen. Okay. Ja.
dann gehen wir raus aus dem Trainingslager. Raffaello Cotti, beruhig dich trotzdem. Nein, hat er nichts gerissen unter mir. Und das war, glaube ich, das Trainingslager in der Antalya. Ja, unter den hohen Temperaturen gelitten. Hier sieht man hier die Frische. Ging natürlich bergab. Enorm hinunter. Naja. Ja, von mir aus. Erste Mannschaft, wie sieht man hier aus? Kratze in Form hoch. Die Frische geht noch halbwegs. Hütter, ne, Clem. Clem oder Clem? Okay, ich spreche ihn einfach mal so aus. Und der kommt dann für Sukutu Basu. Dann war Clem ja so gut. Und wen habe ich dort noch spielen gehabt? Bukwa? Habe ich Bukwa hier spielen lassen? Er spielt am besten auf rechts Mittelfeld. Keins, ja, keins habe ich dort immer spielen lassen, oder? Ich glaube, ich hatte keins dort. Wenn nicht, bitte dir, könnt ihr mich bitte ausbessern. Wenn ich nicht schon vorher aufgenommen habe. Und dann Säumel für Weber und hier unten Mario Haas, der Gute. Dann gehen wir nochmal golfen. Und wir gehen jetzt in die Saison gegen RSC Anderlecht. Sicherlich eine wirklich sehr spannende Partie. Vor allem Saisoneröffnung soll ja auch dort sein. Kurztrainingslager. Kaufangebot für Christian Klem. Wir verhandeln, aber wir werden den Typen hier nicht abgeben. Sieht es mit der Frische, sondern mal annehmbar aus? Ja, es sieht annehmbar aus. Wir gehen nochmal golfen. Unterschreiben hier ganz einfach von so einer Pyramide. Wir können uns auch ganz einfach mal hier das Stadion anschauen. Das Stadion-Editor öffnen, das Stadion Graz. Ich weiß nicht, wie das an das Original hinankommt. Ja gut, ich bezweifle, dass das hier wirklich Europacup-tauglich ist, aber in Wirklichkeit ist es das, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, sicher ist das Stadion tauglich. Dort haben sie sogar Champions League gespielt. Aber das ist das Stadion von Sturm Graz. Wie oft sage ich jetzt eigentlich? Ich bin bereit. Was steht uns noch im Wege? Jetzt auf den Wochenablauf starten, Button zu klicken und immer weiter in die neue Saison zu gehen. Ja. Eine Million könnt ihr aber schon zahlen, oder? Jugendtag. Der hat sich hier wieder 0 Sterne, schätze ich. Sterne. Reicht nicht für unsere Jugend. Die erste Mannschaft ist wieder annehmbar frisch. Und dann noch eine Saison. Ich glaube, da sind wir ziemlich weit vorne. Und jetzt geht's gegen RSC Anderlecht. 3600 nur Zuseher. Wir haben die Aufstellung das letzte Mal ja eh bereits gemacht. Oder gerade vorhin eigentlich. Sollte ich Säumel spielen lassen oder Weber? Wir lassen Weber spielen, weil der auch in Form ist. Unsere Mannschaft ist gut in Form. Ich bin optimistisch, dass das klappt. Gehen wir in das Match gegen den Textmodus. Gehen wir in den Textmodus, aber im schnellen Textmodus. Wort für Wort, glaube ich, baut Spannung auf. Voller Angriff. Mach mal vollen Angriff. Ich mache es jetzt ganz einfach so in Testspielen, die ich im Textmodus als wichtige Testspiele mache ich die ersten 15 Minuten und die letzten 15 Minuten. Ich sehe bereits hier, also die ersten 15 Minuten und die letzten 15 Minuten werde ich im normalen Durchschnittlichen machen und die anderen Minuten mache ich hier. Lässt Martin Ehrreich mit einer feinen Finken links im Strafraum ausringen. Wer bald kommt, zurück. Oh, Pfosten. Wir sind natürlich eindeutig schwächer sind wir gar nicht mehr. Aber das liegt auch, glaube ich, eindeutig an der Form, weil wir komplett in Form sind. Können wir uns gegen Anderlecht behaupten? Stoß von links.
Okay. Ich will jetzt nicht zu viel. Hier ist mehr drinnen, ja. Das stimmt. Ich lasse den Code drinnen die Auswechslung machen. Florian Kainz, wie sieht's aus hier rüben bei den Statistiken, die ich mir ja ziemlich gerne anschaue. Oh, leider. Aber wir haben hierbei jetzt 2-2 und dann haben wir hier eine große Chance bereits. Also so schlecht sind wir hier gegen einen ziemlich starken Gegner wie Anderlecht. Riesenchance in Graz für wen? Für den RSC Anderlecht. Und sie haben die Überzahl. Berhang Safari läuft ganz allein auf Kratze zu. Geh mal Krise. Geh Krise. Was macht er? Legt den Ball an Christian Kratze vorbei. Tor. Enttäuscht bin ich. Dass das... schade. Hier jetzt leider nicht geklappt hat. Wie sieht es überhaupt mit der Frische aus? Ja, es liegt an der Fitness. Aber wir haben uns, muss ich sagen, wir haben uns gut gehalten mit 7 Chancen gegen 9 Chancen. Wir halten uns gut gegen Anderlecht. Für das, dass ich jetzt nicht wirklich mit einer großen Offensive, für das, dass ich mich jetzt nicht hinten hergestellt habe, was ich, wenn wir im Europacup gegen Anderlecht treffen, höchstwahrscheinlich machen würde. Aber... bin zufrieden mit dieser Leistung, ja. Was nützt es noch groß analysieren? Wir stehen vor Salzburg. Wir stehen vor Salzburg. Auslaufende Verträge. Kann der was? Ja, 6 Sterne. Oh, 6 Sterne. Da hast du deinen Mentor. Aber der ist sicher noch nicht so stark. Der hat nur Talent. Oder? Talent, ja, 44, 45, das reicht mit Glück für die zweite Mannschaft. Aber unsere Mannschaft ist ganz okay, würde ich mal sagen. Dann gehen wir nach Golfen. Und wir bewegen uns. Oh. Und wir bewegen uns in Richtung Salzburg. Vorbereitung. Okay, kein einziger Spieler wurde neu beurteilt. Jonathan Sochiano fällt bei Salzburg. Oh. Für 1 Million Euro. Verwechselt er 100%. Bei dem Jugendturnier. War da irgendein Spieler? Ja. Wenn das sei. Der in die erste Mannschaft kommen will bei uns. Okay, er will zumindest sprechen mit uns. Bei 60. Oh. Ja, als Budget haben wir keins mehr. Oder? Ja, wir haben kein geiles Budget. Dann brauchen wir gar nicht verhandeln. Aber mit Platz 4 bin ich zufrieden. Ablösefrei. Wie sieht denn das hier aus? Kratze, gesunde Ernährung. Weber, ungesunde Ernährung. Faul im Urlaub, aber ehrenreich. Focher. Ich sag da mal, der Weber, der wird mal nett spielen. Zumindest gegen Salzburg jetzt. Urlaub tat ihm gut, ungesunde Ernährung, voll im Urlaub. In der Bundesliga, hier, ja, wir sind gut dran. Also ich glaube, wir sind ziemlich gut in Form. Wir haben keine meisten Spiele hier, meiste Tor. Mario Haas, der älteste Mario Haas. Ja, wir natürlich negativste Bilanz Salzburg. Wir haben keine wirklich Spieler verkauft, aber auch nicht wirklich viele dazu bekommen. Also dienen uns gleich mal noch stärker ein. Da wären wir auf Platz 2, aber das liegt, glaube ich, auch nur nach der Form. Wir schaffen es auf Platz 4. Mattersburg. Oh, Mattersburg ist hier unten. Innsbruck steigt ab. Wolfsburg schafft die Überraschung. Passt, das sieht gut aus. Ja. Sturm Graz, Salzburg. Auf geht's, gehen wir Salzburg vor heimischem Publikum gegen Red Bull Salzburg. Die Saison, sie geht los. Wir machen noch die Aufstellung.